Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute darf ich die Suron von Meddes fahren. Hier ist das gute Stück. Ja, ist irgendwie eine Mischung aus Fahrrad und Motorrad. Aber auch nicht wie ein E-Bike, weil du ja, musst nicht treten. Also Eigenschaft Motorrad ist aber so klein wie ein Fahrrad. Bin mal mega gespannt, wie das ist, damit zu fahren. Ich habe schon viel davon gehört. Jetzt haben wir gleich noch die von Marco. Ja, die hat nochmal viel mehr Leistung. Die hat nämlich 60 Volt und 5,8 kW und die hat hingegen irgendwas mit wie viel? 70? 72 Volt und 16 kW, ne? Also ja, das Dreifache. Bin ich mal gespannt, wir fahren erstmal die von Meddes, dass wir vorsichtig reinkommen. Hab schon gehört, hier muss man aufpassen, irgendwie ja, sind die Fußrasten. Hier sind richtige, wie man sieht. Und da wird das gleich ein bisschen tricky. Dafür bin ich Profi, kriege ich hin. So, wie geht das jetzt überhaupt mit dem Ding hier? Was muss ich machen? Ich muss einfach nur anmachen, dann geht's los. Links ist Hinterradbremse, rechts ist Vorderradbremse. Okay. Spiegel ganz wichtig, der wackelt auch immer hier so ein bisschen runter. Ja, damit ich auch sehe, was hinter mir ist. Das gehört also, genau, dass er weiß, was hinten los ist. Und let's go. Okay. Oh, geht schon direkt los. Okay, wollen wir mal probieren. Alter. Okay, das ist schon echt irgendwie. Es fühlt sich an wie Fahrradfahren. Oh, Alter. Ja, das ist wild. Dafür, dass man so kleine Räder hat, kommt man hiermit echt gut durch. Von der Leistung her ist das echt wild. Boah, Alter. Also ja, ich muss sagen, es macht echt Laune. Ich brauche meine Brille. Oh, ich kriege alles ins Gesicht. So. Das ist echt witzig irgendwie. Das geht schon ganz gut, ne? Es ist ja kein Pipifax oder so. Ich kann es irgendwie noch nicht so einschätzen gerade beim Fahren. Das ist irgendwie noch so. Also ich finde, du hast eigentlich ganz gut Grip dafür, dass es so dicke Fahrradreifen sind. Ich wollte gerade sagen, also dafür, dass Fahrradreifen sind, fühlt man sich richtig sicher damit. So, Meddes hält das ein bisschen vor. Zeigt mir, wie das richtig geht. Weil ihn sieht es auch so witzig aus, weil er so riesig ist. Und die Dinger sind halt echt, ja, gefühlt sogar teilweise kleiner als so ein Fahrrad irgendwie. Boah, Alter. Also dafür, dass wir echt auf einer Crossstrecke sind, geht das echt richtig gut damit. Ich bin erstaunt. Ich dachte, das wäre eher sowas nur für den Wald, womit man dann ein bisschen weit rumfahren kann. Aber selbst Crossstrecke geht damit echt geil. Wenn ich mir überlege, jetzt schön Single Trail durch den Wald fahren damit, hammergeil. Ich mir auch gut vorstellen könnte, auf einer Crossstrecke schön in der Mittagspause damit fahren, wenn keiner fahren kann. Gleich mal direkt in den Tausch? Ja, probieren wir die mal aus. Jetzt kommt die dreifache Leistung. Da bin ich mal gespannt, was du sagst. Ey, da bin ich echt mega gespannt, weil das fand ich schon echt erstaunlich gut. Das reicht schon, ne? Das, vollkommen. Damit kannst du echt schon schnell fahren. Aber wenn du das hast, denkst du dir schon, ja, okay, das ist ein Ding geiler. Guck mal, aus der Kurve raus, richtig, kann ich richtig Stoff geben. Oh, ich bin gespannt. Probieren wir mal aus. Oha. Boah, Alter. Boah, Junge, ist die. Die zieht dir richtig an. Geil! Junge, das ist heftig. Also, locker hat ja auch mehr Endbeschleunigung, kann ich jetzt nicht ausprobieren. Aber auch vom Anzug her jetzt einfach. Die zieht so krass an. So gerade die Stelle, wo ich Gas geben kann hier. Oh, Alter, keine Chance. Ah, verdammt. Ich darf mit solchen Spielzeugen nicht anfangen, ey. Ich will nicht auch sowas haben. Und der Sprung. Schön Mittagspause, Crossstrecke Kanada fahren. Und dann mit dem Ding rüberheizen. Hammer. Dafür richtig geil. Und zudem so ein bisschen Enduro, Single Trails im Wald fahren. Stelle ich mir richtig gut damit vor. Also ich finde die Größe ein bisschen ungewohnt, weil das echt relativ klein ist. Aber lässt sich super fahren. Überholt! Alter Schwede. Und jetzt müsstest du direkt wieder die fahren und du denkst, hä? Da geht ja gar nichts. Das ist so krass, aber ich hab's nicht geschafft,
einmal richtig durchzuziehen. Das zeigt jetzt mal so ein bisschen Enduro-Action-Skills hier, was alles möglich ist. Ja, war schon gut. Ich stehe hier und fange dich. Ja, geil. Also sogar Enduro ist möglich damit. Sogar mit der Standard. Sogar mit der Standard. Oh Gott. Du musst viel mehr Schwung vorher hochziehen. Was machst du denn? Ich trau mich nicht mit deiner. Ja, Leute, das war's. Soweit mit dem Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also ich finde den auf jeden Fall mega cool. Vielleicht lege ich mir auch sowas zu. Mal gucken, mal gucken. Das würde ich aber auch mal sagen. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Mach's gut.